Trader. Mit uns hast du gute Karten. Jo, da sind wir auch schon. Hallo erstmal. Ja, wir befinden uns jetzt in der dritten Runde vom Commander-Turnier. Heute wieder Precon. Einfach entspannt spielen. Ja. Wenn ihr gerne mal mit dabei sein wollt, kommt gerne vorbei zum Trader Superstore. Die Tickets könnt ihr euch online kaufen oder auch im Laden, wenn ihr in der Nähe seid. Wir freuen uns immer, wenn neue Gesichter dabei sind. Das macht auch immer Spaß. Und dann würde ich jetzt mal sagen, fangen wir an. Ich bin der Matthias. Ich spiele heute den Schwarmherrscher. Das ist eine 3 beliebig grün, blau und rot Kreatur. Mit dem wunderbaren Effekt schnelle Wundheilung. Der Schwarmherrscher kommt für jedes Mal, dass du in dieser Partie deinen Commander aus deiner Commanderzone bewegt hast, mit 2 1-1 Marken ins Spiel. Und hat Sinnoh-Schleue. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf die, der eine Marke liegt, stirbt, zieh eine Karte. Ja, hallo, ich bin der Pascal. Ich spiele heute den Abaddon, der Vernichter. Kostet 2 beliebige, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes. Der verursacht Trampelschaden und der hat die ganz coole Fähigkeit, dass während deines Zuges haben Zaubersprüche mit Mana-Betrag X oder weniger, die du aus deiner Hand wirkst, Kaskade. Wie bekommt man jetzt X? X ist gleich die Gesamtsumme an Lebenspunkten, die meine Gegner in diesem Zug verloren haben. Also ich will ordentlich draufhauen und dann in meiner zweiten Main-Phase, ja, dann nochmal ein paar Sachen casten. Das ist das Prinzip hier. Cast. Ja, ich bin Marcel. Ich spiele Zarek, der stille König von den Necrons. Er kann fliegend und seine Fähigkeit, mein Wille geschehe. Immer wenn Zarek, der stille König, angreift, millst du 3 Karten. Du kannst von den auf dieser Weise gemillten Karten eine Artefaktkreatur oder eine Fahrzeugkarte auf deine Hand nehmen. Ja, erstmal ein Gruß an alle Warhammer 40k-Spieler. Stimmt das. Ja, man stimmt. Muss dazu sagen, wir spielen heute eine komplette Warhammer-Runde, haben wir uns mal so entschieden. Ich bin Alex und ich spiele die Inquisitorin Greyfax. 4 Mana, 3-3 mit Wachsamkeit und den Effekten einmal unanfechtbare Weisheit. Andere Kreaturen, die ich kontrolliere, erhalten +1/+0 und haben Wachsamkeit. Und die Ketzerjagd. Für ein beliebiges Mana kann ich die Inquisitorin Greyfax tappen und tappe dann eine Kreatur meiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, und stelle Nachforschung an. Also ich erzeuge einen Hinweisspielstein und wenn ich den für 2 Mana opfere, dann darf ich eine Karte ziehen. Gut. Maldigens haben wir schon gemacht, Turn Order steht auch schon fest und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, ne? Ja, ich darf heute anfangen. Die 19 hat besiegt mit den D20. Und da spiele ich mal direkt als allererstes den Befehlsturm. Er sagt, für Tappen erzeuge ein beliebiges Mana der Farbidentität meines Commanders. Das wäre dann eben blau, schwarz oder auch rot. Und dann passe ich den Turn. Ja, ich beginne mit meiner Runde mit mannigfaltige Landschaft. Die kommt getappt ins Spiel. Sie erzeugt ein farbloses Mana. Und wenn ich die, wenn ich 2 Mana und die tappe, kann ich die opfern, um 2 Basic Lands getappt ins Spiel reinzubekommen. Ich gebe ab. Ich ziehe eine Karte und spiele eine Ebene und gebe ab. Ja, dann Draw for Turn. Ich spiele einen Wald und ich gebe ab. Alles klar. Dann Draw for Turn. Ich spiele einen Sumpf. Und muss abgeben. Okay, ich ziehe. Und ich spiele einen Sumpf. Und gebe weiter. Ach, das ist immer eine schöne Runde. Der Anfang ist immer schön, ne? Wirklich besser als gestern, ne? Ja. 3 Sourings irgendwie in den ich ersten 2 ziehe. Runden. Und du hast keinen gekriegt. Und ich war nicht der einer drauf. Und spiele die Dunkelwasserkatakomben. Ich kann ein beliebiges bezahlen und erzeuge dann einen Swamp und ein Island. Das mache ich auch, dafür benutze ich die Ebene. Und spiele den Talisman des Fortschritts. Erzeugt ein farbloses oder ein Plains oder ein Island, bekomme dann aber einen Schaden. Und dann pass Turn. Jo, dann Draw. Ich spiele eine Insel aus und ich tappe meinen Wald und meine Insel und ich spiele aus Nexus. Der hat den wunderbaren Effekt, strategischer Koordinator. Standardländer, die du kontrollierst, haben Tappe, erzeuge 2 farblose. Gib dieses Mana nur für Kosten aus, die X enthalten. Alright. Und dann gebe ich ab. Ich ziehe, spiele ein Gebirge und ja, muss leider abgeben. Okay, Draw for Turn.
Dann spiele ich einen weiteren Sumpf und dann kommt auch meine mannigfaltige Landschaft, die Teppich und Opferich und die Teppich dann auch dazu. Und darf mir jetzt zwei Basic Lands aussuchen und die getappt ins Spiel legen. Und dann kann ich schon mal weitergehen. Jo. Dann draw for turn. Ist gut. Ja. Guter Turn, guter Turn. Guter Turn, guter Turn. Ich spiele noch eine Ebene. Und für drei spiele ich die Sphäre des Kommandeurs. Erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe, der Farbidentität meines Kommandeurs. Pestern. Jo, dann untipp ich zwei. Schönes Grün auch. Ja. Ich spiele ein Gebirge aus. Und dann tappe ich alles drei. Und spiele den Atlan-Schakal aus. Der hat den wunderbaren Effekt, verursacht Trampelschaden und hat Eide. Ausgebildeter Exkursor. Immer wenn der Atlan-Schakal einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann ich meine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und sie in getappt ins Spiel bringen. Und da ich mich ein bisschen ans Warhammer-Lore halten muss, schlage ich den Necron-Spieler. Danke. Okay, wie kriege ich zwei? Du kriegst zwei Schaden. Und ich darf durchsuchen. Wenn ich durchsuche, darfst du schon mal dein Turn machen. Alles klar. Dann ziehe ich. Spiel Swarm. Und weil es so schön ist. Das Sumpf. Pass-Turn. Nice. Alles ist ja auf 5, wirklich. Alles ist ja auf 5 und dann können wir spielen. Also ich schöne Mana-Kurve. Dwarf Turn. Gut, dass ich sorry, ne? Spiele einen Sumpf, hab damit jetzt 5 Mana. Swamp. Ja, und die dann Artworks sind ja auch immer geil, ne? Der König ist zwar noch nicht da, aber ich hole schon mal den König Wächter aufs Spiel. Oh. Mit 5 Mana. Und er hat eine schöne Fähigkeit, nämlich die den Phalanx Commander. Ich kann jetzt nämlich 2 Necron-Spielmarken ins Spiel spielen, getappt. Und gebe weiter. Untap. Draw. Gut. Dann spiele ich den versunkenen Talkessel. Da ich 2 Standardländer oder mehr kontrolliere, kommt er auch ungetappt ins Spiel. Und ja, dann caste ich mal meinen Commander, würde ich sagen, als erster hier. Mach mal. Für einen tötet ihn. Swamp. Ein Plains. Und den hier tappe ich für ihn. Ah ne, das macht keinen Sinn. Dann mache ich das so. Und dann noch einen beliebigen. Spiele ich Greyfax. Ui. Macht erstmal noch nichts, aber vielleicht gleich irgendwann. Los ran. Ich lese mir aber schon mal kurz. Jo. Untipp. Draw. Cooler Commander. Ja, dann so. Für einen Grün und 2 beliebige spiele ich ein Artefakt ins Spiel, nämlich die Knochensäbel. Hm. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, lege 4 1+1 Marken auf sie. Ausrüsten kostet dafür bei 3. Dann gehe ich ins Kampfsegment. Jetzt gehe ich dem Chaos einmal auf die Nerven für 2. Und die nehme ich. Dann darf ich durchsuchen und wenn ich durchsuche, darfst du wieder deinen Turn machen. Alles klar, draw for turn. Ich spiele einen weiteren Sumpf. Wir sind auf 3 Sümpfe, sehr gut. Und jetzt sag nicht Pass Turn. Ich bin noch bei 5. Pass Turn? Ja, spiele ich die Herolde für 5. Da ich einen Command Tower habe, der tappt ja auch für blau, kann ich die dann rufen. Die haben Kaskade. Ich decke jetzt so lange Karten von meiner Bibliothek auf, bis ich eine Nicht-Landkarte mit weniger als 5 Kosten aufdecke und die darf ich dann umsonst casten. Genau, der Rest geht dann in beliebiger Reihenfolge unter die Bibliothek. Cool. Das ist eine Hexerei, die eindeutig mehr ist. Das ist ein weiteres Land. Das ist ein weiteres Land. Aha, 4. Ah, guck mal. Was ist das denn hier? Der erhabene Flammenwerfer des...
Ich hätte es nicht vorlesen sollen. Keine Ahnung. Der sagt, zu Beginn deines Versorgungssegments bringst du eine per Zufall bestimmte Spontanzauber- oder Hexereikarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ist schon mal cool. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt der erhabene Flammenwerfer, wir nennen ihn jetzt so, jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Okay. Dann war das mein Zug und ich gebe ab. Die Sache ist, ich könnte jetzt sagen, wie man das ausspricht, aber das ist genau dieser eine Chaos-Gott, bei dem alle Warhammer für sich darüber prügeln, wie man den Namen wirklich ausspricht. Dementsprechend sage ich es jetzt nicht. Was sind denn die Optionen? Also die meisten nennen ihn Siege. Siege? Ja. Bin ich dabei. Da ist der Flammenwerfer Siege. Ich würde den eher polnisch aussprechen. Den spricht halt jeder anders aus, ist das Problem. Dann prügeln sich wirklich alle darüber, wie man den ausspricht. Ich hätte jetzt alle sagen können, das wäre richtig gewesen. Ich habe vier Freunde, die alle diesen Chaosgott am liebsten haben und die sprechen ihn alle anders aus. Sehr gut. Das sieht euch cool aus. Deswegen kann ich dir bei mir auch nur eine Vermutung sagen, wie man ihn nennt. Okay, ich fange mit meiner Runde an mit Kanopspinne. Die hätte ich, glaube ich, eigentlich vorher spielen sollen, weil die hat nämlich den Effekt, immer wenn ich einen Nicht-Spielstand-Artefakt-Kreatur oder Nicht-Spielstand-Fahrzeug in deine ins Spiel bringe, beziehe ich eine Karte. Das können die noch angreifen. 2, 4, 3, 3. Okay, dich anzugreifen macht nicht so Sinn. 3, 3. Du hast 3, 3. Okay, dann greife ich dann mit dem Königswächter dich da mal an. Ja, die nehme ich. Die 3. Alles klar. Und dann die Schappe fertig. Ja. Die Karte fertig. Dann so, wird eine nächste Draw. Für euch dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich das so. Ich spiele für. Was wollen denn für ihn hier? Ach, passt schon. Ich tappe die Ebene, um das Land hier zu tappen. Und dann spiele ich für 2 den Gedankenstein. Mein Gott. Ich liebe meine Artefakte. Ramp, ramp, ramp. Boah, da bin ich richtig neidisch drauf. Ja, stimmt. Und dann spiele ich für 4. Und ein Plains habe ich ja hier. Und den mache ich für einen Swamp. Spiele ich den Kompanie Commander. Mhm. Wenn der Kompanie Commander ins Spiel kommt, erzeuge so viele 1-1 weiße Soldaten. Für wie viele Gegner ich habe. Das sind in diesem Fall 3 ausnahmsweise. Dann mache ich das einfach mal so. Ich nehme mal hier so einen Würfel. Yes. 3 Stück. 3 Stück. Und dann hat er noch die Fähigkeit feuerfrei. Immer wenn der Kompaniekommander angreift, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Da meine Inquisitoren aber allen plus 1 plus 0 und Wachsamkeit gibt, haben alle plus 1 plus 0 und Wachsamkeit. Das müssen wir uns jetzt einfach mal so merken. Ja. Oder ich mir. Immerhin. Dann gehe ich in meine Combat Phase. Wen willst du angreifen? Ja, irgendwen will ich schon angreifen, ne? Ich glaube, dann gehe ich einmal. Ich habe die meisten Leben. Ja, dann gehe ich einmal rüber zum Schwarmherrscher für 3 Commander Damage. Wenn du mir immer einen Zettel geben könntest, dann schon mal. Ja, die haben wir da, ne? Kannst du mir mal das sollen oder den? Einfach einen Block. Die kleinen, einen Block. So einen kleinen Block mit einem Stift. Ja. Stift hab ich. Okay. Dankeschön. Genau, und das wäre es dann auch mit meinem Zug gewesen. Ja, tschüss. Ja, dann Untap. So. Falls du noch Commander Damage bekommst, dann schreiben wir ihn da auf, weil der in der App nicht getrackt wird. Gebirge. Okay. Dann. Der muss eigentlich mal weg, ey. Du hast so viel. Zahle ich 3. Der ist auch nicht schlecht. Und ich rüste ihn jetzt aus. Er würde mal Kampfsegment gehen und auf dich den Angriff deklarieren. Dadurch, dass er jetzt Angriff kriegt, der 4-1 plus 1 Marken. Heißt, der steht jetzt 6-6. Und hat Trampelschaden. Also durch die immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, der hätte lege 4-1 plus 1 Marken. Ach, da steht wirklich 4 einfach. Ja, ja, komisch. Oh. Ne? Und nicht bis Ende des Turns, sondern. Nee, er kriegt jetzt 4-1 plus 1 Marken. Will da jemand etwas machen? Nee, jetzt gerade nicht, nein. Wichtiger wäre das Artefakt eigentlich als. Ja, wo jetzt mittlerweile nicht mehr. Die 6 nehme ich. Es tut mir leid, eigentlich wollte ich es günstiger machen, aber die Chance, dass du mit dem weggeblockt hättest, war mir zu hoch. Ja, die wäre auch sehr. sehr so, wahrscheinlich. Dann darf ich jetzt da in ein Standardland raussuchen, das getappt ins Spiel kommt, weil ich mache noch was. Entschuldigung. Mein Gott, ey, du bist auf 7. Wahrscheinlich schlecht.
7 ist schon schnell. Ist schon echt schnell. Wobei, bei Alex sieht auch schon gut aus. Ja, Marcel, was machen du darfst halt nicht vergessen, ich habe im Gegensatz zu dem eigentlich keine Kreaturen. Wir können einen Handel ausschalten. Ich kann seine Kreatur ausschalten, dafür zwei Runden gehen muss ich auf die Sack. Okay, das kannst auch länger nicht auf den Sack gehen, du? 3 Runden. Boah, ja. Okay. Das klingt gut. Was ist, was, okay. Ich bin erstmal auf jeden. Also ich finde, ihr beide seid schon ziemlich gut dabei. Ne? Ja, machen wir beide einfach so. Und dann, Moment mal. Dann für 3 spiele ich eine Verzauberung aus. Zur Jagd gezüchtet. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine 1-1 Marke liegt, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber das mache ich. Fast so wie ein Wunderspinne. Ich habe ich habe sogar die falsche Karte hingelegt, jetzt egal. Ich pass. Alles klar. Einfach passen. Nein. Ja, schnell. Oh, und ich habe ein Wort gesagt, was ich nicht da war. Verdammt. Okay. Wir sind auf 5. Achso, ich muss dann 3 Commander schon notieren. Machen wir es wie folgt. Für 5 caste ich meinen Commander. Den guten Abaddon. Der von Nichter. Nochmal ganz kurz, verursacht eben Trampelschaden und wenn ich jetzt genau Damage mache, erhalte ich dann für den Wert Kaskade auf meine Zaubersprüche, die ich in der zweiten nach der Kampfphase eben casten könnte. Ich sehe, du hast keinen Flieger, richtig? Das ist richtig. Komm gerne vorbei, du kriegst was dafür zurück. Ja, gehe ich für 3 einmal auf dich. Jo. Das waren 4. Gut, und dann war's das. Bin ich dran. Genau. Okay. Dann Untap. Kommt jetzt denn die Kronlohn mal? Der stille König. Ich hab jetzt. Traut er sich aus seinem 6. 6 Mana. Ja. Also wir können ja versuchen, erstmal deine... Den sollten wir langsam wegbekommen. Ja, 4. Als Kollektiv. Die Bruderschaft. Ja, aber meinen König aufs Feld zu bekommen, wäre auch nicht schlecht. Ne? Ja, den kannst du auch gleich noch holen. Ja, komm, weil du hast mich überzeugt. Du hast mit den Necrons gut verhandelt, deswegen spiele ich den Necron Neurojäger. 4-5. Und oh, nice. Ich kann jetzt eine Kreatur schießen. Und dann wählt die Person, die ich da wähle, mit dann noch 3 Karten. Kai! Hey! Ja, wir nehmen den natürlich. Sehr gut gespielt! Ich hoffe, das ist kein Graveyard. Gut. Lustigerweise haben der Großteil meiner Karten, dass ich aus Friedhofen wieder spielen darf, ja. Dann gehe ich noch in die Battle-Phase. Da jetzt glaube ich nicht, aber es gibt sehr viele Karten, die haben. Ich werfe eine ab und ich darf sie aus dem Friedhof wiederholen. Okay. Ach, die hat Wachsamkeit. Kurz vor meinem Turn fällt mir das mal auf. Dann greife ich noch in meine Kanontech, ne, Kanoptech-Spinne, greife ich dich da nochmal an, Alex. Mich? Ja. Sicher? Mit 4 ja, Geld Fliegen. Oder hast du auch was mit Fliegen? Nee, hat er nicht. Nee, haben wir nicht. Dann 4. Ach, schon. Oh, war nicht schlimm gewesen. Ja, dann bist du dran, Alex. Jawohl. Nächsten Zug überlegen. Draw your turn. Ich hab keinen nächsten Zug. Wer bist du denn? Aua. Aua. Okay. Options über Options hier. Ist ja cool. Ich glaube, dann spiele ich aber mal. Na, so mache ich das. Ich tappe wieder hier ein farbloses, um das hier zu tappen, für ein Island und ein Swamp. Dann noch eine Ebene. Und 2 beliebige 4 für die Gründung des Imperiums. Alright. Eine Saga. Und im ersten Schritt erzeuge ich für jeden meiner Gegner einen 2-2 weißen Astartes-Krieger-Kreaturspielenstein mit Wachsamkeit. Da muss ich mal kurz gucken. Der will da aber auch viele Sachen. Weise Emperor. Und hier denke ich mir das Problem. Da sind sie doch. Ja, das Ding war schon nicht schlecht, ne? Weißt du was, das verlege ich mir einfach mal. 2 aufs Spielfeld. Sagst du, hast ja nicht mal dein Commander. Na, doch. Soll ich mein Commander nicht rausgeholt, hab einen Grund. So, dann habe ich noch 2. So, dann kann ich gar nichts machen. Beste? Combat Phase, Kollege.
Die haben alle plus 1. Wir haben noch 53 Minuten, hängt dran. Nee, ein bisschen schnell. Hau drauf. Wir haben alle plus 1, plus 0. Das ist Warhammer. Wie sieht's denn da so technisch aus? 38, 32, 34. Was? Ich bin auf Zeit. Du hast ein Motorrad abbekommen. Erinnerst dich noch? Ach ja, ein großes Motorrad. Deswegen ist, wenn der hier angreift, kriegen alle Death Touch. Ah, super. Das liebt Necrons, wenn ihre Kreaturen einfach getötet werden. Ja, das stimmt auch wieder. Aber, ja. Eigentlich würde ich ungern gerade angreifen, das bringt mir auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist hier ein freies Land. Was ich aber mache, ist, für eins tappe ich meinen Commander und darf eine andere Kreatur meiner Wahl tappen. Ich antippe. Ich will doch einfach nur nicht immer das Ziel sein. Ja, mach mal du, weil dann können die anderen dich gleich angreifen, da hast du einen Blocker weniger. Die Bruderschaft? Womit soll ich angreifen, Kollege? Ja, da kann ja noch mal gleich kann ja was passieren noch. Und dann erzeuge ich einen Hinweis-Spielstein. Okay. Ein Hinweis! Wir haben das jetzt im blauen Spiel. Ja, aber ich kann sagen. Daran dachte ich auch. Und du kannst auf jeden Fall schon. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Und mich oben. So, zu Anyway. Ja, ich hab gar keinen. Ich guck mal, ob ich hier was rumliegen hab, aber ich bin mir auch ziemlich sicher. Oder jemand abonniert. Ich glaube, wir müssen da einmal sagen, wer jemanden abonniert hat. Mit Prime. Norlex, danke für deinen Prime-Sub. Kuss, Digga. Stark. Du hältst den Laden hier am Leben. Ja, bestimmt. Okay. Ja, dann wollen wir es jetzt nur. Ist hier nicht irgendwo. Ach. Und noch ein Gebirge, wo ich meinen Commander ins Spiel. Jetzt kommt ein lustiger Effekt, wenn ich mich richtig verstanden habe. Der Schwammherrscher kommt für jedes Mal, dass du ihn ausspielst in dieser Partie, mit einer 1, mit zwei 1 plus 1 Marken gespielt. Heißt, ich spiele das erstmal aus, er kriegt zwei 1 plus 1 Marken. Ja, das. Ja. Würde ich jetzt so verstehen, weil jedes Mal. Schwammherrscher kommt für jedes Mal, dass du eine Partie gelegt hast, mit zwei 1 plus 1. Ja. Ja. Big Boy. Big Boy. Der kommt direkt mit 7 ins Board. Sonst soll Chat was schreiben. Gut, dann ist das so. Will ich jetzt noch was töten? Suchst du noch den Hinweisspielstein? Ich suche noch den Hinweisspielstein. Ich gebe ab. Gerade mal. Achso, aus der Kommandozone gewirkt hast. Ja, ich habe ja jetzt aus der Kommandozone. Ja. Ich wollte nur, ich dachte jetzt vorhin. Letztes Mal schön, jetzt auf die Hand bauen. Wenn er jetzt zum Beispiel aus dem Friedhof kommen würde. Ja, oder so, wie du das, ja, genau. Ich nehme jetzt anstatt einen Hinweis einen Fisch. Fast das gleiche. Der Hinweis ist richtig gut. Ja, du weißt aber schon, dass die Sachen alle doppelseitig sind bei dir, ne? Ja, bei meinen ja, aber ich habe da schon jetzt dreimal nachgeguckt. Ist das eigentlich für eine Riesenkarte? Das war cool. Das erinnert mich damals, als ich lieber das hier. Das hat. Naja, das macht das jetzt ein bisschen eindeutiger. Ganz okay. Nehmen wir den mal, der sieht cool aus. Die sehen alle cool aus. Gut, aber ich weiß ja, was meiner macht. Alex, hast du irgendwas mit Death Touch gerade? Nee, ne? Doch. Nur wenn sie angreift. Achso, ja, wenn die angreift. Ja, genau. Dann würde ich einfach mal, nur für die Fähigkeit. Achso, da oben. Nee, da habe ich einen Pakt. Drei vergiftet nicht. Ja, wir sind Bruderschaft vergiss nicht. Würde ich einmal mit 5 zu dir hinkommen? Ja, dann blocke ich mit einem Soldaten hier. Ja. Hat der Trample? Ja, hat er. Wie viel hat der Soldat? Der hat 2, 1. Also bringt das nicht wahnsinnig viel. Du kannst ja noch mehrere dran hauen. Ist das dein Commander? Ja. Ja, dann blocke ich mit einem 3-2er. Ah, nicht stimmt. Du kannst mehrere. Wie viel hat der? 5 Leben, ne? 5. Ey, ich will doch nur die Fähigkeit machen. Also, ich gebe jetzt erstmal deine Leben alle zurück. Mit einem Krieger und einem Soldaten blocke ich, das sind dann 5. Du blockst also komplett auf, dass nichts passiert. Nee, doch, der stirbt und die sterben. Dass er stirbt und ich krieg dann noch 2 Schaden. Dann habe ich hier von 2, der ist weg. Sam, du hast chosen. Und wann bekommen die eigentlich dieses plus 1 in seinem Turn? Achso, in deinem Turn. Okay. Nee, plus 1, plus 0 haben die immer. Ja. Dann hast du ja aber gerade mit 3 und 2. Also hast du mit 7 verteidigt. Oder? Nee, einen von denen hier, 2-3 und einen 2-1. Das sind noch 5. Achso, okay. Ja. Ist ein bisschen Mathematik hier. Ist nee, ich glaube, ich habe kritisch. Frage hier nur. Anyways.
Anyways, ich muss trotzdem weiterspielen. Was wollte der feine Herr denn machen? Dann ist für zum Beispiel mal. Für 5. Da kommt direkt die Rache. Spiele ich. Er wollte die Lebenspunkte abziehen, damit er günstigere Wachen machen kann. Ja. Für 5 spiele ich Zerstören, Vernichten, Verbrennen. Bestimme 1 oder mehr. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Und Zerstören, Vernichten, Verbrennen tatsächlich. Füge einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Dann würde ich gerne einmal den dir schießen. Was macht welches Artefakt? Das ist die Commander-Sphäre. Mana. Dann nehme ich die Commander-Sphäre. Und dann bekommst du noch 3 Schadenspunkte. Das war ein starker Zug. Aber als Rache für deinen Kommandanten. Wofür war das jetzt die Bestrafung? Dass mein Commander weg ist. Weil hättest du seinen Commander nicht getötet, hätte er jetzt einen Kaskadeffekt drauf gehabt. Genau, ja, das wäre besser für mich. Oder was? Das hat keiner behauptet. Ich habe dich in Ruhe gelassen. Das stimmt. Pastern. Sind die Necrons wieder am Start? Jetzt kommt ihr so wie bei Yugi immer üblich und sagt: Timer einblätter, 2 Turns verbleiben bei der Freundschaft. 2 Turns verbleiben. Sehr gut. Erstmal hier antempen. Ne? Das machen wir eigentlich zuerst. Und warte mal, wie viel kostet dein Commander jetzt im nächsten Turn? 2 mehr, oder? Der ist jetzt einmal ausgespielt worden. Mhm. Heißt 6. Du hast genau passend Mana. Mhm. Sehen wir jetzt endlich mal den Necron-Commander oder versteckt er sich weiter an? Ich spiele für 3 Mana. Er bleibt versteckt. Okay. Ich spiele für 3 Mana den Illuminor Sensare. Ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen richtig ausspreche. Das war immer, hier spricht jeder alles falsch aus. Mach einfach. Ja, perfekt. Dann kann ich ja dazu sagen, ich mache das einfach wie Speed. Einfach irgendwas sagen. Sehr gut. Geheimnisse der Seele. Ich kann ihn tappen und dann opfere eine andere Kreatur, erzeuge Sumpf, also dunkles Mana in Höhe der Mana-Betrag der geopferten Kreatur. Also wenn ich jetzt ihn zum Beispiel opfern würde, würde ich 5 Mana-Phasen zubekommen. Ja, aber der Test haben wir zirken. Genau, das geht jetzt gerade jetzt nicht. So, und ich könnte wieder angreifen. Ja. Ich habe einen fliegenden Blocker. Ja, wir haben ja eh noch einen. Genau. Ja, ne? Also und da ist auch 4 Leben noch und hat auch nichts mit Fliegen. Na komm, ich kann jetzt nicht immer nur auf Alex gehen. Nein, da! Ja, wollte ich gerade sagen. Fliegende 4. Ich finde, so langsam entwickelt 4. sich hier eine Dynamik. Und was hast du da noch? Ist langsam, also, wie ich ja, mit Fliegen 4, okay. Ja. Das reicht dann schon. Und dann gebe ich weiter. Mhm. Alex, jetzt neutrale Parteien untereinander gebe ich dir den Spiel jetzt nicht der Kommando aus. Das habe ich wieder vergessen wegen dem Effekt. Alles klar, nehme ich mir zu Herzen. Soll ich überhaupt irgendwas ausspielen? 6. Dann spiele ich. Ich würde nichts ausspielen an deiner Stelle. Ja, erstmal ziehe ich eine Karte und der zweite Step der Sage triggert. Jeder Gegner opfert eine Kreatur. Das konnte ich jetzt nicht beeinflussen. Die habe ich mir. Ich opfere meinen Kommandanten, der stirbt dadurch und dann triggert sein Effekt. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf deiner Marke liegt, stirbt, ziehe eine Karte. Also viel Spaß. Du kannst ja nicht bei Step 1 schon wissen, was bei Step 2 passiert. Und Step 3 erst gar nicht. Da werden wir uns so überraschen lassen. Ziel für jeden Gegner, da weniger Kreaturen kontrollierst du 2 Karten. Aha! Weniger? Oh, ja. Da brauche ich ja Kreaturen. Ich spinne eben, ne? Und dann spiele ich. So, jetzt muss ich mal kurz einmal gucken. Das muss hier wieder getappt werden für den, nehme ich hier. Dann hätte ich 1, 2, 3. Ah, ich hätte gerne mal ein Artefakt wieder. Dann ist das doof. Dann macht das nicht so viel. Aber ich mach's. Wir wollen vieles. Ich mach's trotzdem. So, ich tappe hier meinen Talisman des Fortschritts für das Land hier und erzeuge ein Swamp und ein Island. Und dann für. Ah ne, das passt doch sogar. Zack, für 3 caste ich ihn hier, bezahle aber beim Casten nochmal 2x2. Mhm. Der hat nämlich Trupp 2. Ich kann als zusätzliche Kosten beliebig oft 2 beliebige bezahlen. Und dann erzeuge ich jetzt in diesem Fall noch 2 weitere Kopien dieser Kreatur, wenn sie aufs Spielfeld kommt. Und wenn sie aufs Spielfeld kommt, ziehe ich eine Karte. Heißt, ich ziehe 3 Karten, genau. Neben der Karte, die ich gerade gezogen habe, muss ich noch Spielplan ändern.
Wirklich. Ich lese auch schon so die ganze Zeit immer mal wieder mit. Ich hatte jetzt für meinen Turn hatte ich so einen festen Plan seit 3 Runden. Jetzt habe ich die Karte nachgezogen und denke mir so, eigentlich ist das auch ganz dann gut. Gehen wir in die Combat Phase. So, wie war das jetzt bei dir nochmal? Womit kann ich da gleich so grob rechnen? Womit? Nee, in dem nächsten Turn erstmal noch nichts, aber darauf dem Turn kommt dann das. Alles klar. Wenn er nicht wieder eine andere Karte zieht, nee, ich lege das jetzt fest. Im nächsten Turn kommt das nächste. Also jetzt nicht in dem Turn, sondern darauf dem Turn. Ja, das passt, weil dann triggert das hier noch. Das finde ich gut. Dann greife ich, glaube ich, aber trotzdem mal an. Aber du hast so viel da liegen. Komm her. Leg dich die meisten Lebenspunkte. Er hat die meisten Lebenspunkte. Er hat die meisten Lebenspunkte. Die können alle blocken. Weißt du was? Ich greife jetzt einfach mal mit allen außer. Ich greife mit allen an. Okay, die haben jetzt alle plus 1, ne? Und Death Touch. Also Angriff. Und Death Touch. Und, genau. Aber nur deine Spielmarken, ne? Erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Achso, okay, dann alle. Also alles. Ja. Und die haben nicht plus 1. Okay, Wie viel Damage wären das? Das wären 4, 6. Boah, ich glaube. Ach, die haben alle Wachsamkeit. Die haben 3. Wenn die alle Wachsamkeit haben, mussten die nicht tappen. Nee, nur der hat Wachsamkeit. Achso, okay. Warte mal, der hat jetzt 3-2, ne? Der hat 2-1. Nein, die haben alle, mein Commander macht das mit dem plus 1 so, plus 0 okay. Und der ist nicht auf dem Feld, deswegen ah, ja, so okay, wie es okay, da. Okay. Also ab nur als dann nehme ich mal Necron Warrior, der den verteidigt. Mhm. Die haben alle Death Touch. Mhm. Ah ne, dann will ich gerne die noch behalten und dann bekomme ich dann 4. Ja, das ist doch 4 Damage. Ja. Und dann bin ich durch. Ich finde es nicht lustig, dass er sich seine Mana-Herstellungskarte behalten hat, deswegen kümmere ich mich da jetzt drum. Also den jetzt hier? Ja. Okay. Finde ich nicht so cool. ich spiele erstmal ein Land aus, unbeanspruchtes Territorium. Also wie das unbeanspruchte Territorium ins Spiel kommt, bestimme eine Kreaturtypen. Tyranniden. Macht Sinn, ja. Ja. Ich kann jetzt für Tyranniden eine beliebige Farbe Mana herstellen. Dieses Mal nur aus diesem Kreaturzauber dieses Typens zu wirken. Mhm. Wer hätte es gedacht, dass ich mich beim Tyranniden-Deck für Tyranniden entscheide? Mhm. Junge, dieses Mana. So, dann kommt jetzt nämlich das Lustige der ganzen. Ich tappe blau, ich tappe rot und dann tappe ich 2, 4, 6, weil die durch seinen Effekt für X-Zauber als 2 farblose getappt werden halt jeweils. Ah. Wobei, weißt du, wenn wir schon dabei sind, machen wir 8 raus. Machen wir 8 raus und dann spiele ich den Sonatroph aus. Der hat unersättlich, diese Kreatur kommt mit X 1 plus 1 Marken ins Spiel, falls X gleich 5 oder höher ist. Ziehe eine Karte, wenn sie ins Spiel kommt, darf ich auf eine Karte ziehen, weil er hat 8-8. So. Dann hat er fliegend, Abwehr 2 und Warblitz. Wenn der Zundroff ins Spiel kommt, fügt er am Ziel deiner Wahl X Schadenspunkte, in dem Fall 8. Und dann schieße ich dir dann Mana-Generierer. Er hat die Bruderschaft angegriffen. Ich habe euch nicht angegriffen, ich habe mich um das Allgemeinproblem gekümmert, weil in 2 Turns ist ja auch dein Problem. Und ich gebe ab. Das wird er niemals tun. Wo ist hier denn das Problem? Du lenkst gerade von dir. Wir halten uns alle gerade ziemlich klein. Und ich bin wieder der Kleinste. Ja, ich bin ganz geil. Mach das. Mach du mal, ist fein. Eigentlich ist doch alles nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes. So, und du sagst jetzt, da kommt gleich ein... Darf ich das? Ja. Können was machen, um dir den wegzunehmen. Dann mach. Dann ist der halt weg. Das ist dann halt weg. Das ist jetzt keine wirkliche Drohung. Es war eher so eine Sache, nimm den nicht weg und dann bekommst du. Der ist mir eigentlich relativ egal. Okay, dann warte ich, bis dir irgendwas nicht egal ist. Hüter des Geheimnisses. Hüter der Geheimnisse. Für 6. Erstschlag und Eile. Immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwo außer deiner Hand wirkst, fügt der Hüter der Geheimnisse einen Gegner deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags jedes Zauberspruchs zu. Basiert halt dann eben darauf, mit den Fähigkeiten von Kaskade dann durch endliche Kreaturen in diesem Deck, dass man dadurch dann nochmal zusätzlich Damage rausbekommt, was ziemlich cool ist.
Ja, Erschlag und Heile. Möchte man damit was machen? Was ist mit den Lebenspunkten? 32, 34, 28, 30. Nächsten Turn ist eure Freundschaft vorbei. Ich bin fein. Okay, dann ziehe ich. Ich habe so viele Karten, so viele Länder noch unter die Bibliothek gepackt. Ich habe gerade so ein bisschen Sorge, ich sehe einfach die nächsten vier Züge auch noch keins. Was ist nochmal Bedrohlichkeit? Man muss mit zwei Kreaturen geblockt werden. Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt noch immer 6 Mana. So, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ziehst du gleich effektiv 6 Karten. Ich konnte mir den dritten Step noch nicht anschauen. Ich habe mir den noch nie. Was ich nicht weiß. Ja, das ist ja erstmal nichts Schlechtes für dich. Erstmal. So. Bis man da irgendwo reinzieht. Ich bezahle 4 Mana und jetzt kommt endlich mal der König. Er zieht jetzt halt gleich effektiv eine komplette Starter, ne? Ja, dadurch, dass jetzt immer, wenn ein genau Artefakt-Kreatur ins Spiel kommt, darf ich eine Karte ziehen. Ein Sumpf. Oder 3. Jetzt habe ich noch 3 Stück. Ja gut, aber ich könnte es auch noch angreifen, ne? Aber ich auch noch was hier. Na komm, mein Fliegeding greift hier dich an, Alex, weil du gleich 4 dicke Karten ziehen wirst. Ja. 4 Stück. Mhm. Dann gebe ich ab. Ach, das war's. Hat er nicht gemacht. Die Bruderschaft macht, was die Bruderschaft macht. Ja, was soll ich sonst noch machen? So, dann. Sonst bin ich dann offen. Draw. Will ich auch nicht. Und in meinem Draw triggert hier der dritte Step. Oh, was ist das denn? Was steht denn da? Ziel für jeden Gegner, der weniger Kreaturen als du kontrollierst. 2 Karten. Ne, das ist ja dann. Das sind 4 Karten. Das sind ja 6. 6 Karten sein. Der hat 3 davon. Und davon 2. Ach so, weniger. Der hat alle 5 Tokens da liegen. Dann ziehe ich mal, die kommt in den Friedhof. Komm. Einen habe ich schon gezogen, das heißt noch 2, 3, 4. Und die 6. 6. Hast du irgendwas für maximale Handkartenzahl? Ja, gucke ich einmal ganz kurz. Das wäre wahrscheinlich besser, wenn der was dafür hat. Der muss dann aus seiner Hosentasche rauskommen. Ja, wie das Ja, ist immer so. Eine gute schön zerknitterte Karte, die hatte ich noch im Deck. Ich spiele zumindest einmal die Hafenstadt. Zeige euch eine Ebene. Zeig nochmal. Deswegen was kommt sie das? Nicht getappt. Warum hast du uns jetzt einen Sumpf gezeigt? Charge. Einfach aus Freundschaft. Ah, okay, cool. So, damit der ihn nicht angreift. Oder wir ihn nicht angreifen. Da zeigt er so eine Karte. Ich finde unsere Freundschaft gut in diesem Spiel. Ich habe eine weiße Karte, deswegen dürft ihr mich nicht angreifen. Ja, genau. Fair, fair. Weiße Flagge. Ich muss mir einmal aufbauen. Ganz kurz gucken. Ich hab da den Brief gekriegt. Was denn hier jetzt Sinn macht? Das sind die ganzen Folgen noch von damals. Ja. Dann spiele die neue Version von der Serie gefällt mir nicht. Ne? Ich habe da letztes Mal auch Spaß reingeguckt und die haben da jetzt so viel CGI reingehauen, dass sie einfach nicht mehr gut aussehen. Wie in jeder anderen Kinderserie. Hast du immer Bob der Baumeister? Ja, das ist ein Albtraum. Bob der Baumeister. Ich spiele. Genauso wie Thomas die Lokomotive. Jetzt stelle ich mir gerade Bob der Baumeister in Magic gerade vor, ey. Aber das wäre eine gute Karte. Der wäre definitiv eine grüne Karte. Also der wäre auf jeden Fall grün-blau. Grün? Grün-blau, ja, grün wegen ja, Aufbau. Du brauchst große Kreaturen, doch. Der ist schwarz-rot. Alex hat eine andere Version im Kopf. Auf dem Bild siehst du ihn dann so springen mit dem Mama in der Hand. Nein. So ein bisschen Marius dann. Den Sturm Intercessor. Moment, du machst ja den Boardwipe, ne? Gespielt ist. Was macht der denn? Vielleicht bringt er den ja. Das ist trotzdem gar nicht so schlecht. Warum haben die deutschen Karten englische Namen? Ist so. Weiß ich auch nicht, vielleicht heißt. Der heißt halt so. Was willst du machen? Dann spiele ich für 2. Kuna für die Dinger bei Roma. Ach, kein Bock, das zu übersetzen. Wie würde die deutsche Karte auf Deutsch heißen? Eigennamen. Moment mal, eine was? Eine. Ich darf das sagen, so heißt die Karte. Eine Inquisitor-Rosette. Okay. Du darfst das auch so sagen, aber. Ja. Ich glaube, mit dieser Aussage. immer wenn die. Also, es ist eine Ausrüstung. Immer wenn ich die ausgerüstete Kreatur angreife, erzeuge ich einen 2-2-Krieger.
mit Wachsamkeit und alle anderen haben dann Bedrohlichkeit, wenn ich sie ausrüste. So langsam fällt mir auf, dieses Deck ist wirklich deutlich teurer, als ich dachte. Und drei Turns keine und dann greife ich Länder noch zu spielen ich glaube, zu besitzen. Wenn du dir das Deck holst und das Upgrade, das musst du, glaube ich, upgraden. 34, 32, 30. Wenn du das upgradest, musst du da wahrscheinlich so richtig viele Sachen reinmachen, wie bei den ganzen Menschen-Decks. Wenn du Menschen ausspielst, die kosten dann ein weniger. Du, Kreaturen, die du hast, kosten ein beliebig weniger und sowas. Sowas musst du da, glaube ich, dann spielen. Auch mehr Artefakte generell. Greife ich mit den dreien dich an, Mit den dreien hier mich an. Die haben alle Death Touch. Okay, aber der macht ja dieses Death Touch, ne? Ja, aber die sterben ja alle zeitgleich, oder nicht? Ja. Ja, gut, aber ich will diesen mit Death Touch loswerden, deswegen den auf den. Dann stirbt der. Dann triggert er hier. Oh, immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, verliert jener Spieler zwei Lebenspunkte. Okay, dann oder willst du das nochmal zurücknehmen, weil das hätte ich vorher erklärt. Nein, alles gut, das ist noch in Ordnung. Und dann hast du noch die, aber die haben auch noch 2-2. Ja, dann krieg ich nochmal 4 Damage, weil den lasse ich. Nee, die kriegen nur 1-1. Weil der Commander. Ah ja, ich vergiss immer, ich denke mal, die. Was denn? Ja, und für wie viel kriegst du? Ich bekomme 2 Leben. Ich krieg jetzt durch die Tokens noch 2 Schaden. Ich verliere 3 Leben. Du verlierst 3? Warum verlierst du 3? Er hat mich mit 3 angegriffen. Mhm. Du Lügner, ich bin ja. Ja, und dann habe ich hier noch Mana, dann. Naja, das lohnt sich jetzt überhaupt nicht. Entschuldigung, ich finde jetzt einfach nicht den Boardwipe spielen. Ja, das wäre cool. Ne? Jetzt so langsam brauchst du eigentlich nicht mehr, weil es ist ein ausgewogenes Board. Irgendwie ist mittlerweile alles weg, was eine Gefahr war. Außer ich möchte Nico auf die Nerven gehen, dass immer den Commander. Ist immer bereit. Ich habe noch Mana offen. Oder muss ich den Necro-Commander einfach töten? Nein, da muss ich jetzt einen Pass turn und ich muss ein paar Karten abwerfen. Just for the rules, den Necro-Commander töten. Und zwar 3 Stück. Ebene. Dann draw. Dann draw mal. Okay, also jetzt mal politisch gefragt. Ne? Ich habe ja mit dir davor geredet gehabt. wie wichtig ist dir jetzt noch der Boardwipe? Nicht mehr so. Ja, das Ding ist, dann hast du ihn aber immer noch auf der Hand. Und wenn ich dann aufbaue, dann kommt der irgendwann. Ja, aber vielleicht muss der gar nicht gespielt werden. Ganz fair gesprochen, wer hat behauptet, dass ich noch eine habe? Mir ist das egal. Also erstmal spiele ich einen Wald aus. Ich habe nie gelogen. Ich habe nur angesagt, dass ich einen habe. Ich habe nie gesagt, wie viele. Ich habe auch oder im Deck oder auf der Hand. Ich habe auch welche. Also gleich, wenn es brenzlig wird, habe ich einen Boardball in der Hosentasche, den ich gleich rausziehe. Ey, Moment. Family friendly. In der Tasche. Ja, schon. Nicht andere öffnen. Lass mich mal kurz gucken. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt werfe ich ab. Ich habe. Richtig erfahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mana zur Verfügung. Einfach weil ich ein schlechtes Gewissen haben würde, wenn ich ihn jetzt nicht mache. Zwei Rot. Mittlerweile frage ich mich dann, wo. Egal, mach erstmal. 2 Rot. Was hatten hier so. Was sind bei euch die höchsten Leben? 4. Ja, cool, da brauche ich ja nur 4 Tappen. Das ist ja. Dann spiele ich nämlich den Sternsturm. Der Sternsturm fügt jeder Kreatur x Schadenspunkte zu. X ist in dem Fall jetzt 4, weil er das ja verdoppelt für 2 beliebigen für x Zauber. Ja, stimmt. Ja. Also, das sind 4. Mhm. Ich mache jetzt also jeder Kreatur auf dem Spielfeld 4 Schaden. Genau, dann würde er hier ein paar Mal triggern. Immer wenn eine Kreatur, die eigentlich. Das ist richtig. Ich würde jetzt. Stirbt. Deswegen kriege ich jetzt auf jeden Fall 2 Schaden, weil bei mir 2 gestorben sind. Wie viel sind bei dir gestorben? 3. Dann kriegst du 6. 4 Schaden. 4, 6. Und wie viele sind bei dir gestorben? Ach, bei mir sind, 1, 2, 3, 4, 5. Die einen Gegner kontrollieren. Okay. Boah, also. Ich wollte nur also, das hätte ich doch gewusst. ich wollte nur so auf Leute von Hohen. Ich wollte so auf freundschaftlicher Basis nochmal nachgefragt haben. Ich muss ja wissen, ob es ihm noch gut geht. Ja, mir geht's gut. Okay, gut. gut. Mir geht's gut. Und dann spiele ich noch für. Mir geht's nicht gut. Für 3. Wo sind meine Karten hin? Bleibt auf der Matte. Spiele ich noch den Tyrannen Primus aus. Der hat Weiterentwicklung als Effekt. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls die Stärke oder Widerstandskraft höher ist, lege eine 1-1 Marke auf diese Kreatur. Jetzt kommt das Lustige, ich habe nämlich Synapsen-Kreaturen, weil das ist ja ein Schwarm. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Weiterentwicklung.
Okay. Heißt, ab jetzt hat bei mir alles Weiterentwicklung. Wenn was ins Spiel kommt, haben alle Weiterentwicklung. Dann gehe ich noch in die Kampfphase. Jetzt guck ich gerade, jetzt bin ich mittlerweile leider der mit den höchsten Lebenspunkten. Deswegen krieg bitte einmal einen D6. Ein D6 wird ihm gereicht. Geht nicht. Okay. Ist stecken geblieben. Ich will 1 bis 2 sein und ich wette, es kommt ich möchte 2. nur 6 sein. Das ist vollkommen fein. Und du möchtest 1, 2 sein? Ja, und ich wette, es kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Da kriegst du 8 Schaden. Die Allianz ist beendet. Die ja. Bruderschaft. Habt ihr noch einen Platz frei? Wir haben einen Platz frei. Weil eine Kreatur mit 1 bis 1 mal angegriffen hat, darf ich eine Karte ziehen. Ja. Ist das Commander? Hey, du hast ein gutes Board da liegen. Und dann gebe ich naja, im Gegensatz zu uns, ja. Nee, aber auch so von den Artefakten, von der Mana-Base her, das sieht das schon wirklich aus. Achso, ich muss dir noch deinen Schaden abziehen, füllen wir gerade auf. 16. Ich 28, 25, 24, 16. Heißt, du bist jetzt bei mir erstmal raus. Unheilvolle Ruin, kommt getappt ins Spiel, weil ich kein Gebirge oder Swarm vorzeigen kann. Tap für Swarm und auch ein Gebirge. Ich bin weiterhin bei 6 Mana. Boah, ich liebe die Artworks, ne? Wirklich stark. Hast du Hunger? Boah, das wird, glaube ich, gut. 2, 3, 4, 5, 6. Modus. Für 6. Nein. Ich werde es nicht aussprechen. Ein legendäres Artefakt ist eine Ausrüstung und wenn die eben ins Spiel kommt, schicke bis zu eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Und dann möchte ich dir den gerne exilen. Da musst du 2 bezahlen. Der hat Abwehr 2. Never mind. Ausgespielt ist ausgespielt. War super, ey. Mach doch einfach den anderen. Oder hat der auch? Der zweite Effekt ist, die ausgerüstete Kreatur hat Bedrohlichkeit und erhält ja, X plus 0, wobei X gleich der Stärke der ins Exil geschickten Karte ist. Also 0. Ja, dann du, der hat Abwehr 2. Ja, ich kann es ja nicht machen. Ja, dann mach was anderes, oder? Also ich würde ihm das zurück. Ich erlaube wieder auf die Hand wenn zu. Ich hab's okay, dann hast du jetzt ein Schwert. Alles klar, wenn ihr mir so unbedingt... Ich habe alles gegeben. Du wolltest also lustig, wenn ich jetzt das alles zum Target nehme. Du wolltest sie uns nur zeigen, damit du so war ein stabiles Play, war eine stabile Drohung. War eine effektive Drohung. Ich könnte, aber ich mache nicht. Willst du dann... Okay. Spiele ich ihn. Mortarion, Dämon, Primarch, fliegen und zu Beginn deines Endsegments kannst du X bezahlen. Falls du dies tust, erzeugst du X, 2/2 schwarze Krieger, Kreaturspielensteine mit Bedrohlichkeit. X kann nicht größer sein als die Anzahl an Lebenspunkten, die du in diesem Zug verloren hast. Also keine, kann ich noch machen. Mir nicht gemerkt. Pestol. Wird bestimmt nochmal wichtig. Wird bestimmt. Okay. Irgendwann. Irgendwann. Ich antappe meine 7 Sümpfe. Die 7 Sümpfe. Und ich ziehe. Ich jedes Mal, wenn ich wache, werde immer irgendwas Wichtiges. Sag ich, mache ich morgen. Scheiß drauf. Der Tag ist jetzt auch schon bei 10 Uhr mittlerweile. Und dann schon 6.30 Uhr. Nee, heute nicht mehr. Guck mal auf die Uhr. Guck mal auf den Taro. Guck mal auf den Taro. Das ist so Handwerkersprache. Wirklich. Ja, ich okay. Würde mal gerne meinen Commander zocken, aber... Ach, ich hab lustigerweise mittlerweile so, weil. Mein Gott. Lustigerweise mittlerweile so viele Spitznamen für Azubis gehört, ne? Ja. Ach Junge, wir haben den Bürgermeister. Wir haben. Achso, soll ich auch erklären? Ja, erklär. Bürgermeister, es redet viel, macht nichts. Ah, gut. Mhm. 007. Null Leistung, Nieder. Null Eigeninitiative, 7 Raucherpausen. Das bin so ich. Aber den Alex war ich. Wir haben die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. Immer zu spät. Geil. Und den Bewegungsmelder. Der macht nur was, wenn einer vorbeiläuft. Das ist ein guter Spitznamen. Es gibt auch mehr, aber die darf ich nicht sagen. Ja. Achtung. Okay, ich habe 6 Mana Achtung, bezahlt Quatsch. Für meinen Trizan, der unendliche. Für einen blau und einen roten. Das, und der Todesberührung? Nein. Hier, wissen wir es jetzt. Ja, hat er. Der ist gerade ein Schuh. Verwirren wir jetzt hier nicht. Plasmatische Galerie. Solange die Karte im Spiel ist, hat er alle aktivierten Fähigkeiten, alle Artefaktkarten in meinen Friedhof. Das ist gut. Das nehmen wir ja. Ich bin mal so nett, sonst hätte ich es nicht gesagt, ne? Aber was im Stream ist, ich könnte hier den.
Illuminats Senars aktivieren und somit was anderes opfern, um seine Mana für diese Runde nochmal zu bekommen. Aber ich gebe jetzt weiter. Alles klar. Also könntest du ihn jetzt rein theoretisch selber opfern und nee, den sechsmal. Andere. Achso, okay. Aber wäre schon wär witzig. Wäre gut. Vielleicht spielt er sein Commander für 6. Das ist dann so ein Elixier. Spielt Commander für 6, ich sacrifice mein Commander, kriegt aber nur die 4 Standard wieder. Und das war ein Win. Ich bei dir wäre es halbwegs sogar noch irgendwo. Sinn machen, ja. Eine Ebene? Nein. Doch. Oh. Tue ich. Und dann, was war das hier nochmal? Ach, kann ich für 2 Sacrifice Clue. Warum musste ich mir merken, dass das dein Clue ist? Dein Hinweis. Der Fisch. Der war nicht vorher ein Fisch. Das war vorher ein Fisch. Ja, ja. Der hat sich aber weiterentwickelt. Jetzt ist es ein Kraftstein. 6, dann hätte ich noch 3 übrig. Dann mache ich das, glaube ich. So. Ich habe letztens nur das Video gesehen, ne? Da hat einer seine ganzen Mana mit Pokémon-Energiekarten ausgetauscht. Jetzt habe ich auch, wenn ich das machen soll. Ich spiele ein schwarzes Element aus. Ich tappe ihn hier für das Land, spiele dann noch eine Ebene und muss dann noch 3 beliebige. Warum liegst du da rum mit? Ja, mach. 1. Mach einfach. Ja. Er macht seine eigenen Regeln. Jetzt unterbrech den armen Jungen nicht. Ich muss gerade bis 6 zählen, Leute, wirklich. Ich muss ein bisschen. bisschen Rücksicht nehmen. Entschuldigung. So, ist schon unter. Ich spiele mein Commander erneut aus. Ich wollte gerade sagen, gib ihn 2 Runden. Warum guckt ihr mich an? Du bist das Chaos. Du bist das Chaos. Und dann für... Der klaut mir einfach dein Command. Dann für... Hab ich nicht gerade gesehen, der hat das nicht auf der Hand. Für ein Schwarz. Ich bin immer hier so, weißt du. Und ein Plains und ein beliebig spiele ich noch Kommissarin Severina Rain. Klingt so, als ob du noch einen Hinweisspielstein bekommst. Immer wenn sie angreift, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, wobei x der Anzahl entspricht der angreifenden Kreaturen. Oh, das ist nicht cool. Und für 2 Mana kann ich eine andere Kreatur opfern und erhalte 2 Lebenspunkte und ziehe eine Karte. Das ist jetzt voll cooler Thema zu sehen. Also ich finde, das wäre schon ein guter Trade. Das wäre so schon voll cool, wenn jemand so eine 6 Mana Karte hat, mit der die verband. Und dann darfst du. Upsi. Also ich könnte vielleicht was kaputt machen. Also falls ihr wieder verhandeln wollt. Ja, Marcel, die Bruderschaft. Ich habe so fliehende Nacht, ach, das ist Verhandlungsbasis genug bei 24 Lebenspunkten. Ja. Die dunkle Bruderschaft. Ich hab 16. Du hast nur 16. Moment. Oh mein Gott. Du bist bei, also, du hast da echt schon Board. Ich spiele meinen exotischen Obstgarten aus. Der exotischer Der absolut Obstgarten. Nicht aussieht wie ein exotischer Obstgarten, würde ich kurz angemerkt haben. Wirklich nicht. Tja, dann tappe ich meinen exotischen Obstgarten, wenn du den gleich bitte mal weglegen könntest, getappt. Und den sieht man den? Yes, hoch. Ja. Für grün und für rot und meinen Obstgarten, wie ich angekündigt hatte. Preiset den Obstgarten. Spiele ich Schatten im Warp an, aus. Die erste Kreaturzauber, den du pro Zug wirkst, kostet beim Wirken 2 weniger. Immer wenn ein Gegner in seinem Zug zum ersten Mal einen Nicht-Kreaturenzauberspruch wirkt, fügt Schatten im Warp dem Spieler 2 Schaden zu. Also jenem, nicht jedem. Ich hab da drauf gesagt. Die Bruderschaft sollte erweitert werden, nachdem er ihn auf ihn geschickt hat und ich fein raus. Ich hab Death Touch, nicht vergessen. Der Death Touch? Der Death Touch. Da nehme ich jetzt 2 Ich meinte Todesbüro. Ja, aber der fliegt ja nicht. Der kann springen. Ja. Ich komm da dran! Ich schaff das! Komm schon! Der hat einen Zauberstab, der kommt nur was von. Okay, warte mal, das kostet mich ja 2 weniger, aber da ich jetzt einen ausspiele, der nur einen beliebig hat, für ein Grün und ein Blauen spiele ich einen Toxotorf aus. Der hat Fliegen, Todesbildung und ist fluchsicher. Finde ich doof. Jetzt ist der ins Spiel gekommen, jetzt kommt was Lustiges, weil der Tyrannin Primus entwickelt sich jetzt weiter. Da kriege ich jetzt eine 1 plus 1 Marke, weil eine stärkere Kreatur, als er selber ins Spiel gekommen ist. Stimmt, und die anderen haben ja auch Wucherung. Ja, die haben alle beide Teilentwicklung, aber da sie beide stärker sind oder gleich stark, passiert dann nichts. Ciao. Großer Junge, großer Junge. Boah. Jetzt lohnt es sich, den zum Verband. Jetzt geht's. Also für 3 Zügekali, ne? Da kann ich da vielleicht was machen. Ey, Marcel, 3 Züge kriegst du. Da ich jetzt noch 5 offene Mana habe, gehe ich auch ins Boot. Willst du auch ins Boot? Komm in die Gruppe, was hast du zu verlieren? Porsche, GT3. 16 Leben habe ich noch zu verlieren. Also aktuell habe ich die meisten Lebenspunkte und wir haben noch 18 Minuten. Ja, dann. Ja.
Schneller, Kalli, mach mal hier hin. Oh. Sag mal, was mein Magenknot gleich. Ich spiele jetzt. Oh mein Gott, so viele Möglichkeiten. Hast du die? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich könnte meinen Commander casten. Mhm. Ich könnte auch casten. Der ist auf 8, 8, der eine, ne? Mhm. 3, 4. Ey, das passt, da mache ich das so. Dann spiele ich für 3 eine Chaos-Schleife. Mhm. Mhm. 1, 2, 3. Genau, und die Chaos-Schleife sagt, der Besitzer einer bleibenden Karte deiner Wahl mischt sie in seine Bibliothek muss und mal, deckt dann aber die wenn oberste... Wenn du mich jetzt wegen Sono drauf wählst, musst du 2 mehr haben, weil der hat Abwehr 2. Ja, das war mir auch absolut bewusst. Ich will doch Alex seinen Commander nehmen. Ach so, ja, cool. Ich habe 16 Leben und nichts mehr auf dem Board. Wenn du jetzt... Wir müssen immer, wenn wir angreifen, verlieren wir Leben. Immer, wenn wir angreifen. Egal, auch wenn wir angegriffen wenn werden. Wenn sie angreift, ja, dann verliert ihr für jede andere angreifende Kreatur X Leben. Das ist jetzt nicht so die Welt. Also politisch betrachtet, tap 2 mehr und oh, würde ich auch sagen, Kalli. Dann greife dich auch eine Runde nicht an. Ich weiß, du hast was sagen. Was machen die anderen? Also, ich hab jetzt wahrscheinlich nicht dich angreifen, Karte, die ich auch noch ganz gerne ausspielen möchte für 4 und ich habe jetzt noch 4 offen. Ich würde aber sonst. Ich muss erstmal mein Board aufbauen. Also greifst du mich nicht an? Nee. In response? Ich greife dich auch nicht an. In response? Von meinem Angriff? Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich das auf mich selber cast und einfach hoffe, ich kriege irgendwas Großes. Aber aus Mitleid. Wäre eigentlich schon ein lustiges Chaos-Play gewesen, not genau. Ja, aber das lohnt sich jetzt nicht. Dann war das aber irgendwie, der geht jetzt ins Deck rein und dann darf ich auf die oberste Karte. Kommt aufs Spielfeld. Wo ist mein Immatrol? Ich will irgendwas Kleines sehen. Ich auch. So einen frechen Stichler oder so. Ich würde gerne etwas mit maximal 3 Angriff sehen. Ich wollte jetzt eigentlich was dazu sagen, für aber die ich sag's jetzt nicht. Ja, stabil. Ist jetzt aber eh nix. Kachau! Bam. Oh shit, ist ein 4-4er. Fliegend und eidel, der Wille des Schwarmbaus. Warte mal. Der Wille des Schwarmbewusstseins. Andere Kreaturen, die du kontrollierst und auf den Marken liegen, haben Flugfähigkeit und Eile. Und die kriegen jetzt beide, weil es stärker ist als beide, kriegen beide eine Marke. Und das ist besser als vorher. Schon. Das ist ein besseres Board als gerade. Ja. Ja. Hat sich doch gelohnt. Da habe ich doch fürs Team alles. Fürs Team ein gutes Board gewesen. Ey, das ist von vorne bis hinten nichts gewesen. Ich sag's offen. Also ich fand, du hattest schon... du kriegst übrigens noch 2 Schaden, weil du eine Kreaturzimmer ausgesprochen hast. Super, ich hätte ihn wegmachen sollen. Job! Mm. Aber guck mal, du musst das so betrachten, es ist nicht an deinem Job alles zu machen. Die anderen beiden müssen sich auch drum kümmern. Ja. Ich wollte gerade noch für dich, angreifen mit denen und dann dachte ich mir, da habe ich mir einmal mal was durchgelesen und habe fliegend und Todesberührung gelesen. Und ich dachte mir einfach nur so, nein. Pestor. Lesen rettet Leben. Lesen rettet Lesen. Der zukünftige Lehrer, meine Damen und Herren. Ich stehe. Hodelbord. Okay, Kalli, du greifst mich auf jeden Fall nicht an, so die nächsten 2 Runden. Wir müssen eigentlich erstmal. Eigentlich müsst ihr mal erst, wenn ich mal noch euer Ziel. Achso. Das Lustige ist aber, wenn der Alex das jetzt trollen möchte, ne? Der könnte auch einfach Fullswing auf einen von euch machen. Wir würden alle Leben verlieren in Höhe der angreifenden Kreaturen. Weil das ist ein allgemeiner Flächeneffekt. Ich höre nicht mehr auf ihn. Ich habe gelernt, ich höre nicht mehr auf ihn. Welche, selbst wenn er mich mit, wenn er mich Fullswingt, kriegt er auch den Schaden. Das ist okay. Welche müssen wir jetzt von denen jetzt loswerden? Ich habe jetzt nicht ganz... Eigentlich am besten ihn. Ja. Und ich muss dafür aber 2 mehr bezahlen. Nein, der nee, mit 2 mehr ist weg. Also, das war so... Wenn du jetzt was ausspielst, was kein Kreaturzauber ist, kriegst du erstmal 2 Schaden. Okay, dann kriege ich 2 Schaden, weil ich spiele eine Hexerei. Fluchteinflößende Rückkehr. Mhm. Bringe eine Kreaturkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ich weiß, wer es ist. Und ich fand den Jäger ziemlich cool, den Neckarjäger. Dann verlierst du 2 Leben? Ah, dann nehme ich gerne im Kauf. Und wenn er reinkommt, darf ich wieder eine Kreatur schießen und du musst dann wieder 3 Karten wählen. Genau. Das war doch ein gutes Play. Und jetzt noch Alex was fürs Team und dann sieht er doch wieder gut aus. Ach, ich kann auch nicht so viel fürs Team machen. Genau. Vielleicht kommt noch was fürs Team.
Wie viel? Ich habe immer noch Todesbüro liegen. Okay, ich habe auch was mit Todesbüro. Fliegt deins mit Todesberührung, ist die Frage. Nein. Ich greife mit meinen. Obwohl, du hast mal. Ich glaube, würde ich lassen. Ich würde lassen, ich gebe weiter an Alex. Ja, weil du auch immer noch gleich die Fähigkeit aus dem Graveyard machen könntest. Aber die ist teuer. Nee, achso, mit dem Mana zum Tappen. Ich ziehe eine Karte. Wow. Wow. Das hört man nicht so gern, 15 Minuten vor Schluss. Nein, das ist genau, das genau. 12 Minuten vor Schluss. Hm. Nein, das sieht einfach nur richtig cool aus, dass das so wahnsinnig stark. Ich spiele. Für ein Plains. Das ist wirklich so wann ist das rausgekommen, der Song? 2014. Doch, das ist schon lange her. Die war erstmal 4 Jahre gefüllt. Das ist verdammt alt. 2012, 2014. Das heißt. Ah, ne, kann ich nicht gucken. Ich war jetzt, als das hier rausgekommen ist, war ich im Österreich Urlaub und da sind wir seitdem ich 15 bin nicht mehr hingefahren. Ich tippe 15 oder 16. Nee. Ich hätte auch, aber das, wir werden es nach dem Stream damals, warte mal, zu dem Lied kam auch das Bibi-Phone raus, darf man ja nicht vergessen. Das war ein richtig altes Samsung-Handy. Alter, die hat echt Geld gemacht, die Frau. Die hat richtig Geld gemacht und da hat sie sich von ihrem netten Jungen getrennt. Es ist Esoteriker. Wie das so abgriffen konnte. Ich habe gerade kurz mal angeguckt und meine Karten gezogen. Ja, ich komme geistig wieder zu. Ja. Pass. Nee, ich habe sie übrigens gespielt. Was ein Absturz? Fliegen und Lebensverknüpfung. Wir haben nur noch 3 Zuschauer. Nein, dann bin ich. Sie hatte alles. Sie hat zu Beginn deines Endsegmentes bringst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana mit 3x oder weniger auf der. Ah, hör mir nicht zu. Ich höre dich mal 3x oder weniger. Du musst dir eh für den Stream erklären. Ja, ich kann am Ende meines Zuges eine Karte mit Kosten x oder weniger zurück aufs Spielfeld legen, wobei x ist, wie viel Leben ich wieder bekommen habe. So, haben wir es doch. Mein Gott. Dann. Jesus Maria. Genau. Spiele ich noch. Für 3 rüste ich meine Inquisitor-Rosette. Rüste ich an. Was musstest du noch was laufen? Sag doch einfach die Rüste auf. Rüste ich auf sie hier. Was rüstest du auf? Jetzt so. Mein Artefakt. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, erzeuge einen 2-2 Kriegerspielstein mit Wachsamkeit, dann erhält ein angreifende Kreatur und bedroht. Die Kreatur hat ja erstmal Summoner Sickness. Genau. Ich hatte auch noch nicht vor, jetzt in dem Zug anzugreifen, deswegen Pass-Turn, bevor. Genau. Wir stehen uns jetzt alle so gegenüber und denken uns nur so, ich will nicht der Offene sein. Nein, ihr steht euch also gegenüber und ich denke mir so, ich will nur Kreaturen ausspielen. Ja, aber dir geht's auch gut gerade mit dem Leben. Ich weiß nicht. Wir kommen auch nicht so richtig ran da, ne? Das ist nur eine mit Todesbogen, aber es reicht. Es reicht. Es reicht. Was haben wir denn hier? Für ein Grün, ein Blau, ein Rot spiele ich auf meinen exotischen Obstgarten einen neuen Horizont aus. Das war verzaubert ernannt, wenn die neuen Horizonte ins Spiel kommen, lege eine 1-1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Das verzauberte Land hat erzeugt 2 Mana einer beliebigen Farbe. Cool. Cool. So, mein Kommandant kostet mich jetzt gerade aktuell 5, weil ich noch keinen Kreaturenzauber ausgespielt habe. Warum kostet der 5? Weil mich meine erste Kreatur 2 weniger kostet pro Tag. Ja. Achso, okay. Aber der kostet doch schon 2 mehr, weil er einmal gestorben ist. Ja, dadurch kostet er wieder 5. Ich glaube, es sind aber 6. Ja. Also 6 ist meine Entschuldigung. Vorwärts 8, sonst wäre jetzt 6, ja. Ja, dann habe ich den hier für 2. Ich stimme auch noch so zu. Mhm. Spielen wir für 2. Mach mal. Interception. Er kommt wieder. Mit 4. Warum haben die nochmal Eile und Flug? Wen der mir? Fragt gar nicht. Mach einfach. Boah, ich kann jetzt mit dem Fliegen Commander jemanden schlagen. Ja, schlag. Hey. Wow. Hey.
Also wenn du warte, wir sind ja gerade alle so, dementsprechend. Pastor? I respect the cut. Alright. Ich muss jetzt ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, dieses Chaos-Deck habe ich noch nicht einmal gut performen sehen. Es kommt langsam irgendwie immer raus. Nee, ich weiß nicht. Selbst als wir das mit Grupak hochgefüttert haben, hat das nichts gemacht. Doch, in der Runde mit Mivo. Da ging das ab und hat auch gewonnen. Aber das war jetzt auch Der hat aber knapp gewonnen. Ja. Aber hat gewonnen. Hast du irgendwie bei deinem Mikro das Ding verloren? Oh nein. Oh, Judge. Judge. Spiel deinen Turn, wir gucken in der Zeit. Du darfst aber nichts mehr sagen. Für die letzten zwei. Ab jetzt bist du gemutet. Können wir Kalli dann auch wieder hören. Boah. Gut, ich bin bei 7. 7, 7, 7. Dum, dum, dum. Das ist doch ein Ding, wenn man neue Decks spielt, ne, dann muss man sich wieder reinfinden erstmal. Mhm. Ja. Aber ich finde das so angenehm, so Themenrunden zu spielen, ne? Ja finde ich voll cool. Also finde ich viel geiler. Gerade Herr der Ringe gestern oder auch Herr der Ringe hat gestern richtig Spaß gemacht. Ja, würde ich gerne nochmal machen. Gut, wir müssen aber auch was spielen. Für fünf spiele ich den Chaos. Boah, die Chaos-Geißel verursacht Trampelschaden. Dafür habe ich es jetzt aber nicht unbedingt gespielt, sondern wenn die Chaos-Geißel ins Spiel kommt oder stirbt, bestimme für jeden Gegner eine bleibende Karte, die kein Land ist und die jener Spieler kontrolliert. Bestimme eine davon per Zufall und zerstöre sie. Das heißt, ich weise jetzt jedem von euch eine Karte zu, wie ich gerne zerstören möchte, und dann würfeln wir, was davon wirklich kaputt geht. Mhm. Okay. Was wollen wir hier weg haben? Eher den Kommandanten oder den, der alle Fliegen gibt und Eile? Das Fliegen ist, glaube ich, schon nervig für viele. Ich glaube, das Fliegen oder? Und Eile ist schon mal... Egal, was bei mir stirbt, ich kriege eine Karte, dafür ist das egal. Also eine... Du hast Kreaturenzauberwasser, ne? Ja. Okay. Ja, mach mal Fliegen und Eile. Das könnt ihr in den letzten Zügen nochmal... Ja. Den bei dir haben, gerne. Okay. Der hat aber kein Trample oder sowas, ne? Trample? Der? Ja. Nee. Okay. So, und jetzt müsst ihr mir sagen, was ihr bei euch weniger... Was euch weniger... Also ich glaube, der wird mir mehr wehtun, weil der halt Baba ist. Okay, und bei, und bei dir, Alex? Ja, der Kommandant, ne? Der ist schon ziemlich teuer. Also was soll nicht davon weg? Weil erstmal müssen wir noch gemeinsam spielen. Ja, siehe, kann man. Ja, dann würde ich die beiden. Mhm. Ja. Und jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let it roll. Schade, Jux. Guter Versuch. Tschüss, Team. Ja, das war auch mal wieder alles, was ich gemacht habe. Ja gut, dann bin ich dran? Ja. Okay. Oh, Kalli. Ich hab's eine coole Karte jetzt. Ach, sorry. Ja, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stück. Und jetzt. Ich spiele vergoldeter Lotus. Was willst du? Lotus Bloom. Dann nehme ich 5 Mana bezahlen. Kari, hier sind keine Dinos, das sind Tyrannen und das sind meine, die kann ich nicht töten. So, jetzt habe ich noch 5 Mana übrig. Das sind coole Eldians. Das sind da Dinos. Das sind an sich ganz coole Eldians. Das sind keine Dinos, das sind Die gehen aus Blattbutterblümchen. Wer spielt denn Butterblümchen? Nee, das ist bei Yu-Gi-Oh! Mein Spitzname geworden. Ach so. Ich weiß nicht mehr warum, aber Butterblume. Okay, dann spiele ich noch einen Krypto-Knecht. Geil. Komm in die Gruppe. Und andere an Krypto-Knecht. Und andere, die andere Artefakt-Kreaturen, die ich kontrolliere, haben einen Fluchsicherheit. Und dann gebe ich weiter. Ich glaube, das ist der Spitzname von dem Kollegen. Ich hab auch auf der Arbeit, der tradet in Krypto. Ich glaube, das wird der Wort in der Krypto-Knecht. Ich ziehe eine Karte. So, dann hoffe ich jetzt auch noch was schaffen. Wer Tyrannien kennt, weiß ja, sie nur zum Essen vorbeikommen wollen. Das stimmt. Tyrannien kommen auf Planeten, fressen alles, was drauf ist. Sorgen dann dafür, dass der Planet auf sehr widerliche Art und Weise trotzdem Biomasse produziert und ziehen dann auf den nächsten Planeten, um dann dasselbe zu machen. So, okay, ich spiele jetzt aber meinen Zug, Leute. Bevor wir wieder, darf ich das Island jetzt zocken? Bevor wir gleich über Dougie Bee oder was auch immer reden, den du schon mal echt sehr viele Leute gegessen. Ja, ich bin dafür, dass wir das den Tyrannien zurücktun. Jetzt essen wir sie einfach. So. Ich. Wollen wir einfach mal drauf, Jungs. Ja. Alex, fang mal an. Ja, ich fang mal an. Jetzt geht's los. Ich spiele für 2 Planes.
Yes. Zwei farblose, dann brauche ich noch drei. Eins, zwei, drei. Spiele ich an die Front schicken. An die Front. Erzeuge x 1 1 weiße Soldaten in Kreaturenspielstein, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen im Spiel ist. Dann kriegst du zwei Schaden, wo du alle nicht Kreaturen hast. Das ist doch mal gut, dass du nicht ja. Wie viele Kreaturen haben wir im Spiel? 1, 2, 3. 3. 6. 3. 2. 8. 10. Ja. Das heißt, ich kriege 10 von den. Warte, weißt du das nicht? Dann kriegst du gleich mit allen Kreaturen zeitgleich Angriff, kriegen die 13 Schaden alle. Dann 10, 6 und 4. So, da sind die Boys. Und dann für 3. Und zwar ein Plains, ein. Oder das Teppich. Ne, Moment, das Teppich für ihn hier. Hab dann ein Plains, ein Swamp und dann noch. Wer ist der Gibi? Die Welt heilt. Ja. Spiele ich Kasteiung. Zerstöre eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl. Dann nehme ich ihn hier. Dann darf ich eine Karte ziehen. Ja, das sagst du immer so, als ob das gar kein Problem ist. Ja, darf ich eine Karte ziehen. Jetzt darf ich eine Karte ziehen. Ja, los. Nein, ich gebe euch nicht die Satisfaction dafür. Und dann darf ich einmal wen angreifen von euch. Also ich würde sagen. Hat der Fliegen? Du darfst mich gerne angreifen. Hat jemand bei dir Fliegen? Er hat gesagt, Fliegen, Todesberührung, fluchsicher. Dann nicht, dann greife ich, dann muss ich dich einmal angreifen. Mit was greifst du mich an? Mit Celestine. Die Lebendige. Hat er mir nicht zu? Wie? Ja. Was denn? Was? Nächstes Mal einfach. Du hast Fliegen und Todesberührung. Ja, aber ich hab davon was anderes gesagt. Mach einfach. Was hat er gesagt? Weiter. Okay, was. Ach, die hat Lebensverknüpfung. Ja. Okay, und die hat 4, 4. 4, 4. Und immer wenn die angreift, erzeuge ich einen angreifenden. Oh, der greift dann auch an. Erzeuge 28, ich hier 23, ein. 22, 22, 24, auch 24 an, oder was? 18, mit Wachsamkeit. 18. Der greift an mit muss Wachsamkeit. Ich, wenn sie, guck mal, wenn sie hier sagt, ja. Ich erzeuge einen 2-2 weißen angreifenden Dings, muss ja. Ich ihn auch angreifen oder kann ich den nochmal woanders hinschicken? Hab ich doch keine Ahnung. Ich greife ihn dann damit auch einfach an, den kannst du ja sowieso. Mit dem blocken, der hat 4-6. Aber hat der Fliegen? Achso, nee, er hat keinen Fliegen. Dann nicht. Ich sehe mal mit Fliegen. Aber den kann ich dann mit. Die haben sowieso alle Wachsamkeit bei mir. Die greifen an. Okay, dann block ich dann mit denen. Blocken tappst du nicht. Achso, ja, aber doch, für den dann. Ja, ja, so. Aber dann am Ende ist das wieder so, ne? Dann kriegst du 4 und ich krieg 4 wieder. Also ich werde jetzt nichts sagen, aber wenn er gleich full swingt, haben wir verloren. Hast du, dann gehe ich in mein Endsegment. Sicher. Dann gehe ich in mein Endsegment und darf mir eine Karte aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen, mit X, wie viel Leben ich wieder bekommen habe. Das heißt mit 4 oder mehr. 36 Sekunden. 4 oder weniger. Wen nehme ich denn? Du bist mal. Los, jetzt spiel mal schneller, Judge. Ist so. Time, play. Draw. Ja. Was hab ich überhaupt gesehen? Wir haben noch einen Zug, Jungs. Und ich lege den. Ich spiele mit dem Hochland, das kommt getoppt ins Spiel. Das passiert auch. Ich mach's. Ich mach die Nummer 2 von den Soldaten. Dann für Rot und 2 beliebige spiele ich den Akolyth-Hybrid. Und dann für Rot 1, 2, Schnauze. George. George. Kann auch woanders hinschicken. So, Alex, lässt doch woanders hinschicken können. 5, wo ich einen Kreischkiller ins Spiel, der verursacht Trampelschaden. Bioplam kreischen, immer wenn du einen Kreaturenzauber mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirkst, fügt der Kreischkiller einem Spieler dann mal 5 Schaden zu. Ich kriege 2 Mana wieder. Ich habe 1 mit 2 zu 4 bezahlt. Ja. Nein. Ja. Bezahlt ist bezahlt. Weißt du was, alleine deswegen. Ja, eigentlich ist das jetzt halt, da kommt gleich zu viel, ey. Ja, du bist dann auch nochmal dran. Ja, ich muss abgeben. Du musst abgeben? Ich muss abgeben. Mhm. Wenn jetzt einer einen Zauber oder was? Aber ich lese mal einfach durch. Ah, okay. Wenn ich. Ja, ich wollte mal. Die Sache ist, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Runde, auch wenn ich immer hier der Politikspieler bin. Wenn er gleich in seinen Kampf geht. Hört nicht auf ihn. Ja, da hat er recht. Hört nicht auf ihn. Und zu Beginn des Kampfes, der greift uns mit allem an, weil das sein letzter Turn ist, kriegen wir durch diese Person einen Schaden für alles, was angreift. Ja. Hört nicht auf ihn. Ich versuche. Also ich habe. Also, wenn wir jetzt nichts haben, was Target zerstört. Also entweder gewinnt er oder du.
Oder ich? Ich bin so ehrlich, ja. Außer du greifst mich jetzt natürlich an. Ja. Testorn. Alles klar, dann ziehe ich. Werden ihn eigentlich einfach alle angreifen müssen, ne? Das ist mir zu komplex, macht euer Ding. Ich mache hier nichts. Komm schon, hier kurz. Lass mal antappen hier. Weißt du was, wir sind so weit drin, spiel einfach dein Board. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich 10, dann aktiviere ich den Effekt von... Hast du ein Boardwipe? Nein, habe ich nicht. Mhm. Dann Tazen, der Unendliche. Ich lese mir die aber kurz nebenbei durch. Und... benutze den Effekt von Illumran Sensas. Opfere eine andere Kreatur, erzeuge einmal Mana für den Mana-Betrag dieser Karte. Und dann schmeiße ich meinen Krypto-Knecht. So, und damit habe ich jetzt 14 Mana. So gut. Und dann spiele ich, die Zahl ist Legion. Erzeuge x getappte 2-2 schwarze Necron-Krieger-Artefakt-Kreaturen, Spielsteine. Dann erhältst du so viele Lebenspunkte dazu, wie, wie du Artefakte kontrollierst. Schickere Zahl ins Exil, meine Güte. Mhm. Also ich kriege dadurch dann 10 Mana, weil 4 durch den und 10 Mana habe ich so, also mache ich dann hier. Also hast du jetzt X 10. als 7 oder 6 bezahlt bei der Karte? Ah, die sind nicht getappt, oder? Doch, da steht da, dass die getappt sind. Ah, hast du jetzt 7 oder 6 als X bezahlt? Ich habe 14 Mana, 4 also bezahlt. 10, okay. Also kriegst du 10 Leben. Nee, mehr. Doch, 10. Achso, ja, mehr, weil noch die beiden auf. Also 12. Ah, du hast halt keine. Moment. Ich habe jetzt keine Verteilung. Das war nicht geplant. Ja. Dann habe ich jetzt 10 von den Dingern hier. Lotusblume. Und dann gebe ich ab. Lucrea. Dann in meinem Turn. So, jetzt muss ich mal einmal gucken. Das wird nämlich jetzt crucial, wie der Franzose sagt. Ich ziehe eine Karte. Das ist Englisch. Ich habe leider keine. Eis, mein Gott. Kopf in die Gotte, Alex. egal, was ich jetzt mache. Ja gut, ich spiele mal noch einen Sumpf. Ich spiele einen Sumpf. Kann die schaden. Sümpfchen. Sumpf. Dann mache ich folgendes. Das hast du richtig, ne? Das sind zwei ungetappte blaue Mana. Dann spiele ich für eins und dann die Base-Kosten quasi. 1, 2, 3, 4. Und dann 1x2, 2x2, 3x2, den Devastor der Space Marines. Alles klar. Hat es wieder eine Karte, wie die vorhin, mit Trupp 2. Mhm. Den habe ich 3x bezahlt, das heißt, ich kriege 3 Kopien von dem. Mhm. Haben die eine? Nein, haben die nicht. Also eigentlich egal. Wenn er aufs Spielfeld kommt, zerstöre ich ein Artefakt oder eine Verzauberung meiner Wahl. Ich sehe, der kommt. Viermal ist er ja jetzt hier. Hallo. Und dann würde ich gerne den Artefakt, die Verzauberung und die Verzauberung zerstören. Du willst auch bei den Necron dann fairerweise das eine Teil zerstören? Ja. Nein. Nein. Doch. Und dann gehen wir in die Kampfphase. Battleface. Ja. Battleface, du meinst wohl in die Combatface. Und dann greife ich mit allen dich an. Aber wenn sie angreift, triggert noch was. Wenn sie angreift, triggert gleich was. Die können nicht. Hier sind 13 Boys, die kommen auch vorbei. Und der, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Sie, wenn sie angreift, durch die Ausrüstung kriege ich noch einen weiteren 2-2er, der auch angreift. Die haben alle plus 1, plus 0, Death Touch. Und für jede angreifende Kreatur mache ich jedem Gegner einen Schaden. Sagt sie ja, ne? Wie viele Kreaturen hast du? Angreift, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte. Wobei x die Anzahl der angreifenden Kreaturen. Wie viele Kreaturen hast du? Ich habe 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gut. 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 Beiden war das auf der anderen Seite, deswegen 18 war das, ne? Ja. Ende. Und die haben alle Death Touch. Das ist mir doch egal. Du bist raus. Er ist dann ich tot. Ich blocke deinen Flieger mit... Da kriege ich nochmal 4 wieder. Ja. Ja. Willst du da nicht einen anderen blocken? Die kriege ich so oder so. Okay. Der hat Lifelink. Das kann sein. True. Das macht keinen Unterschied.
Ich hätte noch eine Kreatur von dir tappen können. Ah, nee, der hätte ihn nicht angegriffen. Nee, macht mehr so nicht. Den. Mhm. Block den. Mhm. Aber egal, wie ich blocke, ich bin so oder so tot. Ja, das sind halt. Der dann Blocker trotzdem. 26 Damage. Ich habe Turns, bei mir ist Ehren da. Wenn ich tot bin, dann kann ich noch Spontanzauber wirken. Den habe ich die ganze Zeit erfahren, Dexter. Ja. Ich Dino. So, dann wirkt der Spontanzauber, weil jetzt sind die Blocker deklariert, weil sonst kommt jetzt der Step, wo alles zerstört wird. Genau, ja. Darauf warte ich. Achso, ja, dann wird jetzt alles zerstört, ich sterbe. Achso. Mache deinem Gegner 17 Schaden. Wow! Ich raus. So, dann sind jetzt wie viele Kreaturen gestorben? 4 und da 8 Kreaturen. 8. In kompletter Anzahl. Perfekt. Dann in deiner zweiten. In meinem Endsegment. Ah, nee, dann mach du erst. Genau. Spiele ich Blut für den Blutgott. Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur, die in diesem Zug gestorben ist, ein weniger. Wirf deine Hand ab und zieh dann 8 Karten. Blut für den Blutgott fügt jedem Gegner 8 Schadenspunkte zu. Schicke Blut für den Blutgott ins Exil. Hast du noch einen Turn gleich? Nee, aber ich darf jetzt noch 8 Karten ziehen und habe noch ein bisschen Mana offen, weil der hat ja 8 weniger gekostet und dann habe ich jetzt noch 5 über. Mhm. 1, 2, 3, die 4, haben natürlich auch alle Wachstumswert gehabt. 7. 8. Auch dann. Die haben alle Wachstumswert. Ist hier jemand von gestorben eigentlich? Ja. Kann ich nicht alles mehr machen. Alles, was ich geblockt habe, ja. Okay. Kannst du noch was machen? Nee, kein Spontanzauber mehr. Okay. Aber das wollte ich noch spielen. Dann? Ja. Dann die Runde. Tschüss. War eine geile Runde. Jetzt muss ich alle machen. Okay, verabschiedet. Ja, dann sind wir damit durch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir in der Runde, auch wenn die Themen zwischendurch ein bisschen verwirrend waren. Gerne einen Kommentar und ein Like da lassen. Und wie gesagt, kommt gerne mal selber vorbei. Dann einen angenehmen noch. Cheerio.